Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr da seid. Und ich streichle hier nicht gerade einen Wolf, könnte man vielleicht meinen. Nein, das ist ein Hund, ein tschechoslowakischer Wolfhund. Und über diese Rasse wollen wir heute ein bisschen näher informieren. Also warum sieht der einem Wolf eigentlich so ähnlich und was muss man als Halter beachten? Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt und habe drei wundervolle Gäste heute hier zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Könnt ihr euch einmal vielleicht selber vorstellen? Ich bin die Sandra aus Lengerich, habe seit 22 Jahren Wolfhunde, zu Hause noch zwei Hündinnen und drei Katzen leben noch bei mir. Und mitgebracht habe ich heute den Krieber, der ist 4 Jahre alt. Mhm. Hallo, ich bin die Doris, ich komme aus München, lebe aber die Hälfte von mir in Frankreich. Ich habe seit circa 10 Jahren KWHs. Ich habe noch einen Rüden mit 9,5, eine Hündin mit 9 Jahren. Und dabei habe ich heute unseren Jungspund, Sabor, der wird jetzt 11 Monate alt. Jetzt hast du gerade schon die Abkürzung verwendet. TWHs ist die Abkürzung für tschechisch-slowakischer Wolfhund. Ja, richtig? Genau. So, dass alle Bescheid wissen, wenn wir hier ab und zu TWH benutzen, den Begriff, dass dann alle wissen, was gemeint ist. Magst du dich auch noch kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Markus, komme auch aus dem Landkreis München. Ich habe heute meine 4-jährige TWH-Hündin Sammy dabei. Mhm. Hat auch mein ganzes Leben lang eigentlich Hunde, aber sie ist mein erster Wolfhund. Super, schön, dass ihr alle da seid und dass die Hunde so superartig sind. Das ist ja ganz toll. Bin mal gespannt, wie die das jetzt hier so mitmachen. Sandra, wahnsinnig schöne, faszinierende Tiere. Kannst du uns was zum Hintergrund sagen? Also wie ist diese Rasse entstanden? Also der tschechoslowakische Wolfhund, kurz TWH, ist aus der Ostlinie des deutschen Schäferhundes und dem Karpatenwolf aus einem Militärprojekt raus entstanden, wo man den Grenzhund witterungsbeständiger, ausdauernder und reaktionsfähiger machen wollte. Wichtig war auch noch, dass das Erscheinungsbild dem des europäischen Wolfes ähnelt. 1982 wurde dann der letzte Wolf auch eingekreuzt. Und ab seit 1999 ist es eine vom VDH, das ist der Verband für das deutsche Hundewesen, anerkannte Hunderasse mit einem klar definierten Zuchtziel. Mhm. Und wie ist der Hund charakterlich einzuordnen? Doris, vielleicht die Frage an dich. Eher typisch Wolf oder typisch Hund? Kannst du da was zu sagen? Sie haben viele tolle Charaktereigenschaften. Also sie sind sehr intelligent, sind feinfühlig, sie sind anpassungsfähig. Und sind sehr treu, sind aber eben auch selbstständig, sehr einfallsreich, manipulativ und sehr meinungsstark. Das sollte man wissen. Dann sind viele jagdlich ambitioniert, territorial, haben aber eine sehr starke Bindung zu dem Besitzer. Ganz kurz dazu, das fand ich eben auch interessant, als wir hier vorher alles vorbereitet haben, ist es ja wirklich so, dass man die heulen hört und ihr habt mir erklärt, das ist wirklich, weil die nicht dann in dem Fall mit euch zusammen waren, sondern die haben so einen ganz starken Bezug zu ihrem Besitzer. Ne? Genau, das ist also, das werden wir heute noch öfter hören. Das ist teilweise eben auch ein Problem, aber auf den Punkt werden wir dann noch mal kommen. Auf jeden Fall, da sprechen wir noch drüber. Das ist sehr wichtig bei den Hunden. Was eben auch noch wichtig ist, sie haben eine absolut klare Kommunikation und eine sehr deutliche Körpersprache. Mhm. Also ich liebe das, aber das wird leider oft verkehrt verstanden. Mhm. Das sind Hunde, die erwachsen werden und eben dann auch eine Ernsthaftigkeit mitbringen. Also er will seine Rolle in der Welt schon ganz genau wissen. Und sucht für sich den angenehmsten Weg. Also es sind wirklich reine Charakterköpfe und mit denen muss man umgehen können. Und wir haben eben auch schon drüber gesprochen, ne? Direkt in die Augen gucken sollte man denen nicht. Das mögen die nicht so gern, ne? Nee, also man merkt, man hat es ja heute schon gesehen, er ist jetzt 11 Monate und er reagiert drauf, ja. Und das Überbeugen und Anstarren mag er nicht. Sandra, das klingt auch so, als wenn die Erziehung auf jeden Fall auch eine Herausforderung ist. Da muss man sich schon intensiv mit den Hunden befassen, oder? Ja, mit Härte oder Unterordnung kommt man nicht weit. Schlupflöcher werden auch ausgenutzt. Man braucht viel Konsequenz und starke Nerven und Geduld natürlich. Aber wenn man sich dann den Respekt und in Anführungsstrichen erarbeitet hat, dann geht er auch mit einem durch dick und dünn.
Sind die denn auch für den Hundesport geeignet, Markus? Der Tscheche ist generell mal ein Gebrauchshund. Es ist jede Art von Hundesport möglich. Sie sind quasi ein Schweizer Taschenmesser. Sie können sehr viel, das Wenigste perfekt. Reine Unterordnung ist relativ schwierig, weil die stupiden Wiederholungszahlen halt einfach irgendwann dazu führen, dass der Hund zumacht und sagt, ich hab's dir doch jetzt gezeigt, ich kann das. Ne? Es wird ihm langweilig. Ja? Also es ist auf alle Fälle für reine Unterordnung der Einfallsreichtum des Halters gefordert, um den Hund jedes Mal wieder zu motivieren, dass er in die Unterordnungsübung wieder einsteigt. Was sehr gut ist, eine sehr gute Arbeit ist für Tschechen, ist Nasenarbeit. Sie mögen sehr gern Mantrailing, Zielobjektsuche oder generell Suchen mit der Nase. Machen sie auch sehr gut. Was auch geht, ist Zughundesport. Aber auch da ist der Einfallsreichtum des Halters gefordert, um die Motivation hochzuhalten. Aber du bist tatsächlich mit deiner Hündin auch viel unterwegs, ne? In den Bergen, und die kann lange Strecken zurücklegen. Definitiv, ja. Also es ist ein perfekter Hund für Begleitung bei Wanderungen, Bergwanderungen, beim Skifahren, Skijöring, was ja auch zum Zughundesport gehört, ist möglich. Ja. Also sie sind sehr ausdauernd. Es gibt da auch die Ausdauerprüfungen. Die fangen halt an bei 40 Kilometern, die mittlere Distanz sind 70 Kilometer. Boah. Und die Enddistanz sind 100 Kilometer. Da muss dann auch nicht ein Halter die 100 Kilometer schaffen, es muss nur der Hund die 100 Kilometer schaffen. Wollte ich gerade sagen, ne? Also das Ding ist doch eher, dass du vorher schlapp machst, nicht der Hund. Genau. Genau. Doris, ich höre so raus, man sollte sich schon sehr genau mit dem Charakter der Hunde im Vorfeld befassen, bevor man sich so ein Tier zulegt, weil sonst kann es auch zu Problemen führen, oder? Ja, das sieht man an der Abgabestatistik. Also in den letzten 3 Jahren wurden 35 TBHs offiziell von der TBH in Not weitervermittelt. Und da sieht man auch, ein Drittel der Hunde werden schon mit einem Jahr wieder abgegeben. Und dann fast die Hälfte zwischen 1 und 3 Jahre. Hauptabgabegrund ist das Alleinbleiben. Okay, das können die nicht so gut, ne? Das können die wenigsten gut. Sprechen wir gleich noch drüber. Genau. Und dann, wenn die Hunde einfach erwachsen werden, von der Pubertät zum Erwachsenwerden, die Verhaltensauffälligkeiten, also was die Hunde mit sich bringen, und bei Überforderung der Besitzer dann eben. Was aber sehr wichtig ist, dass 3/4 dieser abgegebenen Hunde sind keine reinen TBHs oder TBH ohne Papiere oder eben TBH-Mixe. Und es kommt nur eine geringe Zahl der weitervermittelten Hunde von seriösen Züchtern. Seriöse Züchter, sagst du ja auch, sind unheimlich wichtig. Warum? Ja, die Züchter leisten da ganz tolle Arbeit. Die klären gewissenhaft und ehrlich auf. Sie helfen einem, dass man den richtigen Welpen bekommt. Also man muss nicht unbedingt, wenn man eher eine ruhige Person ist, muss nicht unbedingt der aufgedrehteste vor dem Wurf sein. Dann haben die Hunde alle die erforderlichen Gesundheitsuntersuchungen. Man kennt die Elterntiere. Man kann ja die Ahnentafeln zurückverfolgen. Und einige der Züchter nehmen auch, wenn die Hunde weitervermittelt werden müssen, den Welpen wieder zurück. Oder wenn das nicht geht, helfen auf alle Fälle bei der Weitervermittlung durch das große Netzwerk. Markus, alleine bleiben, wir haben es gerade schon angedeutet, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, wird 1/3 der Hunde wegen des Alleinebleibens abgegeben. Kann man denen das nicht beibringen? Man kann es probieren. Von 10 sagt man, 9 lernen es nie. Ach. Also wir haben hier zum Beispiel ein Exemplar, die bleibt mir 5 Minuten alleine. Und dann? Danach fängt es Heulen an. War auch schon so, ich war nur kurz Pizza holen, kam zurück und sie stand, als ich aus der Wohnung ging, verschlossene Wohnung, auf dem Balkon. Also sie hat quasi die Balkontür geöffnet, stand oben und hat beobachtet, wie ich zurückgekommen bin. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich habe den Hund 24/7 bei mir. Die geht mit ins Büro, die geht mit auf dem Sportplatz. Sie ist eigentlich immer dabei. Wenn ich die Betreuung nicht selber gewährleisten kann, dann habe ich momentan 2 Leute in der Hinterhand, die mir das abnehmen können.
Man braucht da immer Plan A bis Z, sagt man. Wie gesagt, zwei habe ich mittlerweile, wo sie bleibt. Das beste Beispiel ist, ich wohne in einer WG. Mhm. Bei meinem WG-Partner zum Beispiel bleibt sie nicht. Also sie bleibt schon. Obwohl sie den ja kennt. Die kennt den, ne? Mhm. Sie ist auch anfangs ruhig, aber irgendwann fängt sie halt dann an, mich zu vermissen und heult dann. Mhm. Wie so ein kleines Kind. Ne? Wie so ein kleines Kind. Kennt man sonst von kleinen Kindern, ja, die nach ihren Eltern weinen. Genau. Genau. Okay, also da merke ich mir, es ist ganz wichtig, dass der Hund zu der Betreuungsperson einfach eine Beziehung hat. Ne? Also man kann nicht mal eben so einem Nachbarn, übernimm den mal zwei Stunden. Genau, der Hund muss die Person akzeptiert haben. Das ist schon mal ein großer Punkt, dass das funktioniert. Ja, da muss man sich einiges einfallen lassen, damit die Tiere eben nicht alleine sind oder über einen langen Zeitraum alleine sind. Und ihr habt es mehrfach schon angesprochen, die Hunde sind wirklich sehr erfindungsreich. Gilt das für alle Bereiche? Ja, es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom und der TWH kennt sie tatsächlich auch alle. Es ist ein selbstständig handelnder Hund, ein selbstständig denkender Hund und er guckt sich auch Dinge ab und lernt eben auch dadurch, dass er sich das abguckt. Und um nur mal ein paar Sachen aufzuzählen, sowas wie Autofenster runterkurbeln und daraus entschwinden oder Rollos hochziehen und Kippfenster öffnen und daraus verschwinden oder halt Türen öffnen, also so die normalen Türen sowie die Küchentüren. Und selbst mit Schlüssel, ne? Genau, manche können auch einen Schlüssel drehen, den Schlüssel ins Maul nehmen und umdrehen und die Tür dann selber auch entriegeln sozusagen, genau. Und du hast mir eben erzählt, dass die ja auch sehr, sehr genau sich angucken, wie ihr so reagiert und was ihr gut findet. Denn einer deiner Hunde trabt so ein bisschen wie ein Pferd. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, allerdings. Das ist der Clown in denen, dass sie einem auch irgendwie gefallen wollen, auf eine gewisse Art und Weise. Also nur dann, wenn es denen auch taugt, sage ich mal, dann wollen sie einem gefallen. Und er hat das tatsächlich gemacht, mir zum Gefallen scheinbar. Weil, ist jetzt nicht so gut, aber... Weil du darauf positiv reagiert hast und er das dann gemerkt hat. Und ja, jetzt macht er das immer wieder, weil er weiß, kann ich ihr eine Freude mitmachen. Ne? Ja, ja. Wie ist das denn? Kann man mit dem Hund einfach rausgehen in den Park, Leine los und spielen die dann mit anderen Hunden? Wie ist das in Sachen, Doris, Artenverträglichkeit? Nee, überhaupt nicht. Also in der Pubertät muss man schon aufpassen. Sabo ist in der Pubertät, ne? Sabo kommt jetzt in die Pubertät, genau. Also da sind sie schon, also sie testen. Und Spiel kann dann auch schnell mal kippen. Erwachsen sind sie sehr statusbewusst und haben sehr dominantes Auftreten. Und bei Gleichgeschlechtlichen, zum Beispiel die zwei Rüden, kann es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommen. Und das auch in der eigenen Familie, also das darf man nicht unterschätzen. Also ansonsten mögen sie überhaupt kein unhöfliches Verhalten. So wie ein, was ist denn ein unhöfliches Verhalten? Ja, zum Beispiel so ein hippeliger Labby oder so ein fixierender Border. Das finde ich nicht gut. Finden sie nicht toll. Mhm. Ja, und sonst gute Sozialisierung, also im Welpenalter ist extrem wichtig, aber es ist kein Garant für die spätere Verträglichkeit. Also Zabur ist jetzt auch im Rudel aufgewachsen, aber ein fremder Rüde, also könnte ich jetzt nicht garantieren, dass der jeden Rüden akzeptiert, also wenn er erwachsen ist. Es geht ja jetzt, wie gesagt, schon los. Ja. Ganz erstaunlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier die drei Hunde sieht, wie die so friedlich bei uns sitzen und wirklich die liebsten Tiere überhaupt sind. Ne? Also mit Management ist schon einiges machbar, also vom Menschen her. Ja. Aber Spielwiesenhunde, also auf die Hundewiese, Leine los und macht mal, ist absolut nicht zu empfehlen. Mhm. Markus, wer ist denn der ideale Besitzer für diese Hunde? Das ist schwierig zu sagen. Man sagt ja immer, es sind keine Anfängerhunde. Ich für meinen Teil, ich hatte Hundeerfahrung. Ob es wirklich so förderlich war, weiß ich nicht. Man muss sich jeden Tag darauf einlassen, jeden Tag neue Lösungen finden. Man muss anpassungsfähig sein und man muss den Weg zusammen mit dem Hund gehen und dann kommt man schon zum Ziel. Und ganz viel Freude einfach an den Tieren haben. Das ist Grundvoraussetzung, aber das ist, glaube ich, bei jeder Hunderasse so. Mhm. Frage an euch alle drei. Warum sagt ihr TWH, das ist für mich der ideale Hund?
weil es Charakterköpfe mit Ecken und Kanten sind und auch auf der anderen Seite richtige Clowns, wie ihr auch vorhin schon erwähnt. Hat man auf jeden Fall eine Menge Spaß mit, ne? Das definitiv. Und ich habe noch mit keiner anderen Hunderasse so eine Bindung herstellen können oder Bindung gehabt. Und sie bringen mich jeden Tag zum Lachen. Das ist doch total schön. Für mich ist auch die perfekte Rasse. Sie überraschen mich immer wieder und das nach 10 Jahren noch. Was ich besonders lieb an diesen Hunden ist eben diese Kommunikation und diese Körpersprache. Also ich könnte ihnen stundenlang, könnte ich sie beim Spielen beobachten. Und zum Beispiel meine zwei Alten zu Hause, die sind wie ein richtig altes Ehepaar. Wie äußert sich das? Sie ist eine kleine Zicke und er ist der Ruhige. Und wenn sie unterhalten sich, es ist einfach schön. Wie gesagt, so ein richtig altes Ehepaar. Sie sind immer zusammen, also es ist richtig schön zum Zuschauen. Sehr schön. Markus, was sagst du? Ja, ich habe die Hunderasse damals auf einer Jugendreise kennengelernt, die ich als Jugendbetreuer begleitet habe. Hat natürlich eine Faszination ausgelöst. Viel Abwägen, viel Ja, oh nein, schaffst du nicht, schaffst du doch. Irgendwann stand dann die Entscheidung an und ich bereue sie bis jetzt keinen Tag. Sie nehmen sehr viel, aber sie geben auch sehr viel. Und wenn man sich von vornherein darüber im Klaren ist, dass man da eine richtige Aufgabe an der Hand hat und sich darauf einlässt, dann ist das die perfekte Hunderasse. Und ich möchte keinen anderen Hund mehr. Super schöne Schlussworte. Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns so spannende Einblicke gegeben habt. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage vom Club der tschechoslowakischen Wolfhunde. Die haben natürlich auch eine Facebook-Seite, also da vielleicht einfach mal reinklicken. Da gibt es Hilfe, da gibt es Kontakt zu Züchtern und anderen Hundebesitzern. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag.